So schlecht ist Barbara Salisch. Ja, hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute geht's mal wieder um das Waffengesetz. Genauer gesagt um das Führen einer Armbrust. Dear English speaking audience, today's episode is about a fictional gun law court case involving a crossbow. Since it is a German court and the piece aired in the German language, this whole video is in German. But if you want, you can use CC and the auto translation. Not only will you understand most of what I will be saying, hopefully, you might even get a chuckle or two out of the errors the auto translate typically runs into. So, zurück zum Thema. Ich habe einen Festplattenrekorder mit automatischer Aufnahmefunktion. Ich habe unter anderem Armbrust als Suchbegriff eingegeben und die Kiste hat dann eine Folge von Barbara Salisch, das Strafgericht, aufgenommen. Ja, war ich natürlich gespannt. Die Folge gibt es übrigens auch online zu sehen. Ich habe sie euch unten im Text verlinkt, wenn ihr diese Perle der Unterhaltung genießen möchtet. Die Handlung ist haarsträubend wie meistens. Der Beschuldigte hat eine Armbrust mit auf ein Klassentreffen genommen und soll dann später auf eine ehemalige Mitschülerin geschossen haben, und zwar durch die Seitenscheibe ihres Autos. Ja, tja, was muss ich da sehen? Die Waffe ist uns allen wohl bekannt. Eine EK Archery Cobra RX, die Einzelschussvariante der Adder. Sie liegt wunderschön in Szene gesetzt auf dem Tisch. Ich habe sie auch hier. Natürlich meine Version, da ist sie. Und der Staatsanwalt ist natürlich wie immer entrüstet und ziemlich sauer darüber. Ich meine jetzt hier mit Scope etc. und ein bisschen abgegriffen. Naja, okay, die Anklage ist heftig. Hören wir mal rein. Herr Weidner wird daher wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit vorsätzlichen gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetzes angeklagt, Verbrechen und Vergehen, Strafbar nach Paragraphen 211, 223, 224, 303, 303c, 315, 315b, 22, 23, 52 Strafgesetzbuch, Paragraph 52 des Waffengesetzes. Ah, okay. Im Raum steht also neben Mordversuch auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz, und zwar gegen den Paragraphen 52. Das sagt noch nicht wirklich aus, was dem Mann eigentlich genau vorgeworfen wird, denn der Paragraph 52 enthält die Strafvorschriften für sehr viele verschiedene mögliche Tatbestände in Bezug auf das Waffengesetz. Naja, der Staatsanwalt präsentiert dann die Cobra RX, ja, er spannt sie auch und zeigt sie dann der Richterin. Schauen wir mal rein. Diese Armbrust ist 30 Meter entfernt von der Unfallstelle sichergestellt worden. Das ist doch Ihre, oder nicht? Das zu spannen setzt eine gewisse Kraft voraus. Sie halten das so und jetzt müssen Sie das mit Kraft runterziehen. Jetzt können Sie es entsichern. Der Bolzen wird eingelegt und hier ist eine ganz enorme Spannung drauf. Emma? Wieso ich das gemacht habe, ich vorher war. Ah. Oh, okay. Auweia! Jetzt wird mir komisch. Zunächst mal entsichert er die Waffe, ohne den Pfeil eingelegt zu haben. Das Entsichern macht man natürlich erst nach dem Einlegen des Pfeils und nur dann, wenn die Waffe bereits sicher auf das Ziel gerichtet ist, kurz vor dem Schuss. Dann, oh weh, lässt er die Richterin die Spannung der Sehne fühlen, mit dem Finger an der gespannten und entsicherten Waffe. Er trägt die potenziell extrem gefährliche Waffe, ja, die kann ja auseinanderfliegen beim Leerschuss, dann entsichert und gespannt zurück zur Anklagebank, wo sie dann vermutlich bis zum Ende des Prozesses rumliegen wird. Mann, oh Mann. Im weiteren Verlauf stellt sich dann die Unschuld des Täters heraus, aber so leicht lässt man den Armbrustbesitzer bei RTL nicht davonkommen. Hören wir rein. Sie sind zu verurteilen tatsächlich, weil noch etwas übrig bleibt. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Sie können mit diesem Ding sehr viel machen. Aber Sie dürfen es nicht führen auf einer öffentlichen Veranstaltung. Und was haben Sie gemacht? Sie wollten sich da präsentieren mit diesem Ding. Sie suchen, meine ich, die Anerkennung der falschen Leute. Es bleibt was übrig, meint der Herr Staatsanwalt. Nämlich ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Genauer gesagt ein Verstoß gegen den Paragraphen 42 Waffengesetz. Der Vorwurf lautet: Führen eines den Schusswaffen gleichgestellten Gegenstands auf einer öffentlichen Veranstaltung. 30 Tagessätze fordert der Staatsanwalt. Der eifrige Verteidiger stimmt dem Vorwurf zu und findet auch die 30 Tagessätze okay. Aber es bleibt in der Tat noch der Verstoß gegen das Waffengesetz. Ich denke, der Antrag des Oberstaatsanwalts ist hier angemessen, wenn man es nicht
entgegensetzen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt. Da kann dann die gute Frau Salisch natürlich nicht anders und bäm, 30 Tagessätze à 80 Euro werden dem Angeklagten aufgebrummt. Der Angeklagte wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 80 Euro verurteilt. Und das wäre, wenn es sich um einen echten Fall handeln würde, ein Fehlurteil. Und ich erkläre euch jetzt, warum. Denn grundsätzlich darf man eine Armbrust in der Öffentlichkeit führen. Noch geladen und gespannt alles. So steht es explizit im Waffengesetz. Nur eben nicht auf öffentlichen Veranstaltungen. Es stellt sich also die Frage, ob es sich bei dem Klassentreffen um eine solche öffentliche Veranstaltung handelt oder nicht. Und hier ist die Rechtslage ganz eindeutig. Es handelte sich um eine geschlossene Gesellschaft. Eingeladen waren nur die ehemaligen Schüler und vielleicht sogar noch deren etwaigen Partner. Das wissen wir nicht. Ja, aber kein Klassentreffen steht der Öffentlichkeit offen. Natürlich nicht, sonst wäre es ja kein Klassentreffen. Ganz klar, das war keine öffentliche Veranstaltung und der Angeklagte durfte seine Armbrust ganz legal mitnehmen. Also wurde der fiktive Täter hier zu Unrecht zur Zahlung von immerhin 2.400 Euro verdonnert. Ja, ganz okay ist es aber trotzdem nicht, was der Mann gemacht hat, denn die wahre Täterin hat die Armbrust aus dem wohl nicht abgeschlossenen Kofferraum des Beschuldigten gestohlen. Hier kommt die Aufbewahrungspflicht ins Spiel, denn auch eine Armbrust ist eine Waffe im Sinne des Waffengesetzes. Ja, wenn man nicht gerade damit umgeht, ne, also jetzt zum Beispiel gehe ich ja damit um, ne, dann muss ich sie nicht wegschließen, aber wenn ich dann ins Bett gehe oder so, dann muss ich sie in ein verschlossenes Behältnis tun. Ob ein abgeschlossener Kofferraum den Anforderungen genügt, das ist strittig, aber ein unverschlossener Kofferraum sicher nicht. Das ist jetzt allerdings keine Straftat, sondern lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Und zwar nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit § 34 Nummer 12 der Allgemeinen Waffenverordnung. Das erwähnt aber keiner der Beteiligten in unserem fiktiven Verfahren auch nur mit einem Wort. Ja, und was lernen wir daraus? Nun ja, Sicherheitsexperten scheint es bei RTL ebenso wenig zu geben wie Waffenrechtler. Ein wenig bin ich vor allen Dingen von Frau Salisch enttäuscht, die immerhin nicht nur viele echte Strafrechtsprozesse geleitet, sondern Strafrecht auch gelehrt hat. Sie hätte es besser wissen müssen, meine ich, finde ich. Naja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch dies gefallen hat. Danke und bye bye.